ich weiß nicht, vielleicht hat man uns jetzt schon abgeschrieben, weil wir hier aus der Stadt raus müssen. Viele Leute kapieren halt auch nicht, dass wir nicht freiwillig gehen, sondern dass wir gezwungen sind, weil hier kein Stadion ist. Und solche Sachen zeigen mir halt nur, wie unser Standing in der City ist. Und es gibt dann eine Entscheidung, in 2 Jahren zurückzukommen. Und das sind halt alle Faktoren, die dann mit Berücksichtigung finden, weil wir im Moment diese ganzen Finanzen selber aufbringen, um hier wegzuziehen. Einbrüche bei oder Reduktionen bei Sponsoren. Neuakquise, neues Marketing, neues Ticketsystem etc. Das liegt jetzt im Moment alles auf unseren Schultern. Das muss umgesetzt werden, auch von der Arbeitsweise. Da haben wir außerhalb von der Liga keinen Support. Und ist ein Riesenaufwand, ein Riesenhassel. Und ich bin mal gespannt, wie sich das dann in 2 Jahren weiter zeigt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir, egal wo wir hingehen, ob das nach Gelsenkirchen oder nach Köln ist, dass wir auch da sehr, sehr erfolgreich uns durchsetzen werden. Unsere Erfolge sprechen für uns, dass wir heute vielleicht knapp ausverkaufen, dass wir über 70.000 wieder gegen die Galaxy hatten, wieder gute Zuschauer haben. Aber meine Berichterstattung kann man sich immer besser wünschen, das ist klar. Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, man hat uns schon so ein bisschen vergessen, weil wir umziehen müssen. Und es ist gar nicht so rübergekommen, dass wir nicht eigentlich die Entscheidung getroffen haben, wegzuziehen, sondern dass wir hier wegziehen müssen, weil wir sonst nächstes Jahr überhaupt nicht spielen können. Und das hätte ich mir ein bisschen objektiver vorgestellt, aber was soll's. Wir werden weiter erfolgreich sein, auch egal, wo wir nächste Saison spielen. Und es gibt nur 2 Möglichkeiten, Köln oder Gelsenkirchen. Und ich bin mir sicher, dass wir es auch da schaffen. Wir hatten sicherlich eine großartige Saison. Wir haben wieder eine hervorragende Defense am Feld gestellt. Wir haben ein extraordinäres Laufspiel gehabt mit sehr viel Highlights, gerade hier gegen die Galaxy mit Jamal Robertson, der 3 Touchdowns erlaufen hatte, von einem weit über 90 Yards, was ein Spektakel war. Ich hätte mir ein bisschen mehr geglückte Pässe vorgestellt. Wir warten ja schon seit langer Zeit auf einen langen Pass, aber letztendlich zählt, dass man gewinnt. Und ich muss sagen, Frankfurt, da können wir, glaube ich, so schlecht spielen, wie wir wollen, da gewinnen wir immer. Und das war schon eine gute Saison und zuschauermäßig kann ich mich nicht beschweren. Marketingmäßig, wir haben mit Henkel einen neuen Partner gewonnen, haben das Engagement von E-Plus erweitert, die auch World Bowl Sponsor geworden sind. Und das zeigt sich, dass auch in der schweren wirtschaftlichen Zeit, die wir im Moment haben, die Partner zu uns stehen und wir die Möglichkeit haben, sogar Dinge zu erweitern. Das sind halt auch sehr gute Spieler, nicht nur Al Jackson, sondern auch, wir hatten auch mit Jamal Robertson den MVP des Jahres. Der Saison und was mich ganz besonders gefreut hat, ist Patrick Senske, dass er es ins All-Stars-Team geschafft hat, weil das ist halt schon eine Highlight-Geschichte. Da kann mich noch erinnern, als er hier bei uns als, ich will nicht sagen kleiner Junge, weil da war ich schon ein riesen Brocken, aber als junger Kerl sich ein Hintern aufgerissen hat, um bei uns mittrainieren zu dürfen. Und der Ehrgeiz hat sich halt ausgezahlt. Das ist der erste Deutsche, der drüben in den aktiven Squad oder Kater gekommen ist, und wenn wir ein bisschen Glück haben, kriegt er vielleicht auch mal Spielzeit. Und das wäre ja für Deutschland so das erste Mal, dass wir drüben einen Schritt in die amerikanische Liga machen. Und das zeigt halt schon, dass wir immer weiter sind und die Leute hier oder die Spieler hier besser werden. Und das ist eine gigantische Nummer. Und unsere Defense-Line-Spieler die alle gewählt worden sind, die Cooper zum Beispiel ist das zweite Jahr bei uns, war immer schon ein Faktor, hat dieses Jahr 5 Interceptions gefangen. Und da kann ich nur sagen, wir haben wirklich gute Spieler. Und wenn die Timing finden, gemeinsam ihre Dinge zu machen und keine Fehler machen, dann werden wir auch Berlins dritte Mal schlagen. Wir haben ja auch ein gigantisches Event gefeiert gegen uns mit 58.000 Zuschauern, einen riesen Liga-Rekord aufgestellt. Hat auch endlich mal die Stadt Frankfurt eine größere Unterstützung gezeigt, haben die Galaxy auch supportet, so wie wir das hier teilweise schon seit Jahren haben. Und das ist für die Liga ganz, ganz wichtig, dass die Frontteams auch weiter erfolgreich bleiben, neue Maßstäbe setzen. Und ich war selber ja beim Spiel dabei. Es war leider ein Horrorspiel mit 3-0 haben wir da gewonnen. Und das hat sicherlich nicht neue Fans gewonnen, aber dass man Interesse am Football hat, hat man da gesehen, und da habe ich nur allen Respekt der Galaxy zollen, dass die so ein Event hingekriegt hat.